Pranasthapanika Mudra, auch genannt Pranasthapanika Mudrasana, ist die Stellung oder Mudra zur Aufbewahrung von Prana. Sthapanika heißt deponiert und zur Aufbewahrung gegeben. Und Pranasthapanika heißt etwas tun, um Prana, die Lebensenergie, aufzubewahren. Garote in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas sagt, dass diese identisch ist mit Karasamputaka Padmasana, und genau diese wird jetzt Angelina zeigen. Zunächst setze dich in den Lotus. Es ginge auch eine andere kreuzbeinige Stellung, aber Lotus ist vorzuziehen. Dann gib die Hände übereinander, die eine Handfläche über die andere, und lege die Hände in den Schoß. Dann senke das Kinn etwas und atme dabei normal ein und aus. Oder mache gleich Kumbhaka, das heißt atme vollständig ein und halte dann die Luft an und gib das Kinn zum Brustkorb hin, und so bist du in Jalandhara Bandha. Könnte sagen, Pranasthapanika Mudra ist wie Jalandhara Bandha in Padmasana.